nicht nach München. Du bleibst bei mir. Wie stellst du dir das vor? Wovon soll ich leben? Ich gebe dir das Geld, das wir gewonnen hätten. Bist du da, was war alles in Ordnung und jetzt ist alles furchtbar. Du bist mit Arno verheiratet, Elisabeth. Und ich liebe ihn. Dachte ich jedenfalls. So kann es nicht weitergehen. So kann es nicht weitergehen. Dann sag mir endlich, was wir machen sollen. Ich weiß es nicht. Ich liebe dich. Warum sagst du mir das ausgerechnet jetzt? Weil ich an nichts anderes mehr denken kann. Jede Sekunde ohne dich ist trist und grau. Ist das deine Antwort? Ich kann dein Geld nicht annehmen. Und deswegen läufst du davon. 5000 Euro sind kein Pappenstiel. Und diese Erkenntnis willst du mit Sekt begießen, ja? Nein, mein Abschied. München ruft. Aber mein Herz bleibt hier bei dir, Charlie. Sekt wirst du dir in nächster Zeit kaum noch leisten können. Hast du eigentlich eine Idee, was eine einigermaßen akzeptable Wohnung in München kostet? Ja, dann suche ich mir halt wieder eine WG und steige auf Selters um. Sekt oder Selters? Ich muss nach München und arbeiten. Na dann, servus, Spatzl. Wenn du mein Angebot nicht annimmst, bin ich dir ernsthaft böse, Bernd. Charlie, bitte. Ich will mich jetzt mit dir nicht streiten, ja? Ja, dann vergiss endlich deinen Stolz und zier dich nicht länger. Kannst du das nicht verstehen? Ich möchte nicht, dass 5000 Euro zwischen uns stehen. Und ich möchte nicht, dass du nach München gehst. Deshalb schenke ich dir das Geld. Das hat noch nie eine Frau für mich gemacht. Ich bin Geschäftsfrau. Ich sehe es als Investition. Na gut, aber ich zahl's dir auf jeden Fall zurück. Wie hast du so schön gesagt? Im Handumdrehen machst du daraus ein Vermögen. Hm? Hallo zusammen. Hallo? Hallo. Hallo. Paul, was machst denn du hier? Wir waren beim Training und du? Ich? Ja, wir hatten was Geschäftliches zu besprechen. Wieso? Nur so? Ja. Naja, aber ich wollte sowieso gerade gehen. Soll ich dich gleich ein Stück mitnehmen? Oh, danke schön. Ja. Ja, wenn du dann noch Fragen zu den Verträgen hast. Rufe ich dich an, ja, gut. Natürlich. Tschüss. Frau Brandner? Ja? Der Ausgang ist immer noch hier. Sei nicht so vorlaut, Konstantin. Ja, natürlich. Danke, Elisabeth, dass du extra noch einmal rausgekommen bist. Ja, persönlich lässt sich das ja auch immer besser klären als so am Telefon. Oh Gott. Es ist alles in Ordnung. Sicher? Ich bin vor Angst fast gestorben, als der Kleine vom Wickeltisch gefallen ist.
Pass beim nächsten Mal einfach ein bisschen besser auf. Und wenn Tanja mich wieder und wieder provoziert, sowas wird nicht mehr passieren. Immer noch Liebeskummer wegen Sarah? Ich war so blöd. Wie konnte ich mich nur so in der Frau täuschen? Erzählt mir wochenlang was von der großen Liebe und dann verlobt sie sich heimlich mit ihrem Ex. Das tut mir so leid für dich. Weißt du, nach Cecils Tod hätte ich nie gedacht, dass ich mich nochmal verlieben kann. Und dann läuft mir ausgerechnet diese miese Lügnerin über den Weg. Jetzt übertreibst du aber. Na und, darf ich das etwa nicht? Sarah ist keine miese Lügnerin. Sie hat mir verdammt wehgetan. Aber das hat sie bestimmt nicht mit Absicht gemacht. Sag mal, was wird das hier eigentlich? Warum verteidigst du sie? Ich verteidige sie überhaupt nicht. Ich will einfach nur nicht, dass du ungerecht über sie urteilst. Tut mir leid, dafür geht's mir leider etwas dreckig. Leonard, ich würde dir so gerne helfen. Ich kann mir nur selbst helfen. Und zwar, indem ich Sarah endlich vergesse. Wenn du gesehen hättest, wie Bernd sich gesträubt hat, das Geld von mir anzunehmen. Welches Geld? Ich habe ihm Startkapital geliehen, damit er beruflich wieder auf die Beine kommt. Und wie viel? 5.000. Wieso denn nicht gleich 10 oder 20? Weil die Siegprämie beim Tanzwettbewerb auch nicht höher gewesen wäre. Ja, das erklärt natürlich alles. Charlotte, das hast du super gemacht. Hör doch endlich mal auf mit deinem Sarkasmus. Ja, aber anders ist es doch gar nicht zu ertragen, wie du dich von diesem Typen über den Tisch ziehen lässt. Ach, wenn Bernd es nicht ehrlich meinen würde, dann hätte er sich das Geld von mir einfach schenken lassen. Er hat aber ausdrücklich auf ein Darlehen bestanden. Ja, geschenkt oder geliehen, das ist doch bei Bernd völlig egal. Du siehst das Geld so oder so nicht mehr. Im Grunde seines Herzens ist er ein feiner Kerl. Warum lassen die ihre Sachen hier immer rumliegen? Bald bist du raus aus der Bruchbude, amigo. 5.000 waren das der Anfang. Wenn du erstmal deinen Charlie-Spatzel geheiratet hast, dann bist du ein gemachter Mann. Ich verstehe wirklich nicht, was du an ihm findest. Oh, mein Mandant. Entschuldige mich. Viel Erfolg. Danke. Angelo, ist die Chefin? Ja, gleich davor. Hallo, Elisabeth. Charlie. Was ist denn los? Du bist ja ganz aus dem Haus. Charlie, um ein Haar hätte ich mit ihm geschlafen. Was denn mit? Oh, Entschuldige. Ja, mit Johannes. Er liebt mich. Ja, bist du denn von allen guten Geistern verlassen? Und was ist mit Arno? Also würde ich mich wirklich auf Johannes einlassen. Aber darüber denkst du doch hoffentlich nicht ernsthaft nach. Ich würde alles durcheinander bringen. Ich würde alle mit hineinziehen. Susanne, Carla, Paul, Konstantin. Naja, noch ist ja nichts passiert. Oh, entschuldige. Sarah ist da. Kommen Sie. Sarah, Besuch für dich. Sie schon wieder. Ich habe Kekse mitgebracht. Selbst gebacken. Schön. Hier. Kannst du haben. Danke. Sarah. Ich weiß, wie furchtbar das alles für dich ist. Auf dein Mitgefühl kann ich echt verzichten. Die Wahrheit würde euch alle nur unglücklich machen. Die Einzige, die Angst davor hat, bist du. Würde herauskommen, dass du die Tochter des Grafen bist. Würde Leonard verstehen, warum ich nicht mit ihm zusammen sein kann? Er versteht es auch so. Ich liebe ihn. Er ist dein Bruder. Du wirst dich entleben müssen. Lieber sterbe ich. Prost, Jungs. Danke. Erst verliebt sich Lisa in Anjo, dann gewinnen sie auch noch diesen Tanzwettbewerb. Was willst du machen? Ich lasse mir von Leonard Boxunterricht geben. Aber bist du noch ganz klar? Was soll ich machen? Es ist eine blöde Frage, also blöde Antwort. In jedem Fall ist die Welt ziemlich ungerecht. Ja, ja, das kannst du laut sagen. Der blöde Fritsche hat doch den Sieg hinten und vorne nicht verdient. Hallo Chef, ich nehme Shampoos. Oh, den du sicher auch zahlen kannst, ne? Ist der echt?
Ja, glaubst du, ich fälsche 20er? Ich dir sogar zutrauen, dass du aus der 2 eine 3 machst. Komm, das habe ich überhört. Könnt ihr auch ein Gläschen, ich lade dich ein. Wie komme ich zu der Ehre? Vor dir steht der Geschäftsmann der nächsten Dekade. Ach ja? Was steht denn an als nächstes? Kaugummiautomaten aufbrechen? Vision, mein Lieber. Deutschland braucht Vision. Ich habe sie. Glaub mir, ich komme ganz groß raus, während du hier auf der Stelle trittst. Du hättest Politiker werden sollen, Bernd. Na, wer nichts wird, wird, wird. Du hast überhaupt keine Ahnung. Bleib bei dem, was du kannst. Ich bin eben ein Multitalent. Alte Frauen zum Rocken bringen, das kannst du. Da ist dein Talent verborgen. Frau Kepler, ist alles in Ordnung mit Ihnen? Gut, ich bin auf dem Weg zu einem Geschäftstermin und deshalb in den nächsten Stunden nicht zu erreichen. Sehr wohl, Herr Graf. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Nein, danke. Von Lahnstein? Johannes, hallo. Pardon, wer spricht da bitte? Dein Freund Arno. Arno, hallo, was gibt es? Sag mal, weißt du zufälligerweise, wo meine Frau ist? Ich versuche sie die ganze Zeit zu erreichen, aber sie geht nicht an ihr Handy. Ja, sie ist heute Mittag hier gewesen. Wir hatten noch etwas zu besprechen. Ja, ich weiß. Sie wollte dir irgendwelche Verträge bringen. Genau die Verträge. Und wo ist sie jetzt? Ich mache mir langsam Sorgen. Ja, sie müsste noch auf einem Termin sein. Ah, davon hat sie mir gar nichts gesagt. Ja, das hat sich auch erst heute Mittag ergeben. Also wie gesagt, sie müsste noch für einige Zeit auf diesem Meeting sein. Da bin ich aber beruhigt. Gut, du, ich muss Schluss machen. Ich wollte dich nicht aufhalten. Ich danke dir auf jeden Fall. Nichts zu danken. Und hoffentlich schaust du bald mal wieder bei uns herein. Wann immer ich es einrichten kann. Tschüss, Arno. Tschüss. Bis gleich. Ich muss los. Vera geht's nicht gut. Was hat sie denn? Keine Ahnung. Besser, ich fahre gleich mal mit ihr zum Arzt. Man sieht sich. Wirklich unglaublich, mit welchen Mitteln du die Lügen deiner Mutter deckst. Wie lange soll Daniel noch deinen Verlobten spielen? Das hat bald ein Ende. Du machst endlich reinen Tisch? Das macht einfach keinen Sinn, wenn Leonard und ich, wenn wir uns weiter so quälen. Schon klar. Aber dass ihr Geschwister seid, das kannst du nicht ändern, Sarah. Das habe ich auch nicht vor. Sondern? Ich reise heute noch ab. Für immer. Hallo. Wartest du schon lange? Nicht so lange. Oh, es ist sehr schön hier. Findest du? Mhm. Zumindest haben sie ganz brauchbaren Champagner. Wohin wollen Sie denn? Ich warte nur auf meinen Mann. Der kommt bestimmt gleich aus der Untersuchung. Kannst du die schon mal zurücklegen? Ich kümmere mich noch um den Notfall hier. Mach ich.
Und was ist das für eine neue Geschäftsidee? Cheek to cheek. Cheek to cheek? Ja, Wange an Wange, ganz richtig. Nur Englisch klingt's internationaler. Aha, und wie willst du damit Geld verdienen? Motto-Tanzschulen vom Allerfeinsten. Ich baue eine eigene Kette auf, deutschlandweit, nach Franchise-Muster. Später europaweit, weltweit. Kannst du mir das auch etwas weniger hektisch erklären? Ja, ganz einfach. Ich kreiere ein Image. Ja, und weiter? Ich verkaufe ein Image. Wer tanzt, bleibt jung und beweglich, fühlt sich glücklich und hat Erfolg. Ja, sieht man ja an dir. Ich schwöre dir, diese Kurse, die werden der Renner. Die rennen mir die Bude ein. Charlie, zum Beispiel. Wo haben wir uns richtig kennengelernt? In der Tanzschule. Und wo haben wir uns richtig lieben gelernt? In der Tanzschule. Ja, aber ich weiß nicht. Ja, aber ich. Das wird die Sensation. Nein, 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 ich muss los. Nein, doch, ich muss los. Doch, ich muss. Oh Gott, schon so spät. Mach dir keine Sorgen. Keine Sorgen. Ich habe ihm gesagt, du bist auf einem Meeting. Und was ist, wenn er was merkt? Ach, dieser blöde Uhr. Oh je. 5 Anrufe in Abwesenheit, alle von Arno. Wie gesagt, erwähnt dich auf einem Meeting. Was denn für ein Meeting? Ja, ausländische Investoren, was weiß ich. Was für Investoren? Oh, hilfst du mir mal bitte? Ja, Koreaner, Chinesen. Ja. Ich meine, so genau wird er das nicht wissen wollen. Ach, was weiß ich. Nee. Ach, lass. Beruhig dich, bitte beruhig dich. Irgendwann müssen wir sowieso darüber reden, wie es weitergehen soll. Irgendwann, ja, müssen wir darüber reden. Irgendwann, aber jetzt muss ich los. Ja. Dann merke, Elisabeth. Schaust du bitte noch mal auf Zimmer 7 nach? Das ist Frau Rietz, die Perforation. Ihr Mann wartet draußen. Ihn hat das Ganze ziemlich mitgenommen. Sie ist aus dem Gröbsten raus. Sie hat noch mal ziemliches Glück gehabt. 1-2 Stunden später und es wäre schwierig geworden. Ich weiß, du hast eigentlich Feierabend, aber könntest du noch mal mit ihm reden? Ich habe versucht, ihn zu beruhigen, aber er möchte nur mit dem behandelnden Arzt sprechen. Also gut. Alles klar. Herr Rietz? Was denn? Sie sind Herr Rietz? Sarahs Verlobter? Während Ihre Frau da drin liegt, wollen Sie heiraten? Was soll das denn werden? Im Salon ist alles vorbereitet. Vorbereitet für was? Für die Ehrung. Ja, gute Güte, wovon sprechen Sie? Ihr Dienstjubiläum. 30 Jahre. Unglaublich. Oh Gott, das hatte ich völlig vergessen. Wie sehe ich überhaupt aus? Sie sehen fantastisch aus. Ja, das passt mir heute überhaupt nicht. Ich habe noch so viel zu tun. Sie haben jetzt erstmal frei. Ja, und die Arbeit? Das lassen Sie meine Sorge sein. Was macht ihr denn hier? Ihre Tante hat heute Dienstjubiläum. Und dafür soll sie geehrt werden. Stimmt. Dein Leben und deine Ansichten sollte man unbedingt honorieren. Sie verreisen? Ich wollte mich nur von Ihnen verabschieden. Wir werden uns wahrscheinlich nicht mehr sehen. Gehen Sie doch schon mal vor, ich komme gleich aber nach. Bitte. Kannst du nicht noch eine halbe Stunde warten? Der ganze Zinnober kann ja nicht ewig dauern. Warum sollte ich denn warten? Ich möchte dich nicht so zwischen Tür und Angel verabschieden. Wenn es denn sein muss. Danke. Und du, kommst du gleich mit? Das geht mich deine Ehrung an. Ich weiß, du bist nicht gut, auf mich zu sprechen. Trotzdem würde es für Erstaunen sorgen, wenn meine Nichte nicht mit zu meiner Ehrung käme. Du hast nur Angst, die Leute könnten sich fragen, warum deine Nichte nicht dabei ist. Tu mir das nicht an. Ich bleib lieber bei Sarah. Bitte, Nathalie, lass mich jetzt nicht hängen. Das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun. Dann komm. Das
mit der Hochzeit, das war Sarahs Idee. Ja, na klar. Sie haben sich bestimmt mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. So kann man das nicht sagen. Eine Frage habe ich da aber, Herr Reetz. Muss man sich nicht erst scheiden lassen, bevor man wieder heiraten kann? So war das ja auch geplant. Ich wollte die Scheidung einreichen, aber dann... Dann haben Sie entschieden, zweigleisig zu fahren, oder was? Blödsinn, sowas, das könnte ich nie. Ja, was denn jetzt? Sind Sie nun mit Sarah zusammen oder nicht? Ja. Und? Weiß Sarah auch von ihrer Frau? Natürlich. Und weiß Ihre Frau auch von Sarah? Denken Sie hin. Gut. Denn wenn es Ihrer Frau wieder besser geht, gehen wir gemeinsam zu ihr und werden mal mit ihr über Sarah und ihre Pläne sprechen. Das können Sie nicht machen. Warum denn nicht? Weil... Ja? Die Sache mit Sarah und mir, da ist nichts dran. Dieser Kuss, das ist kein echter Kuss gewesen. Sarah hat mich gebeten, ihren Verlobten zu spielen. Was? Ja, sonst hätten sie doch nie akzeptiert, dass sie sich von ihnen getrennt hat. Arno? Arno. Ich habe Kuchen mitgebracht. Oh, Elisabeth. Wie spät ist es? Muss eingeschlafen sein. Ich mache uns einen Kaffee. Immer so emsig. Jetzt leg doch erst mal ab. Ja. War's so anstrengend? Was denn? Ach so, das Meeting. So sieht man mir das an. Oh, Schatz. Lass dich doch nicht so auffressen von deiner Arbeit. Das tue ich doch gar nicht. Ich weiß nicht. Gehst aus dem Haus nur, um Johannes ein paar Unterlagen vorbeizubringen? Er hatte mich extra darum gebeten. Stunden später erst kommst du zurück. Zwischendurch bist du nicht erreichbar. Ja, entschuldige bitte, aber es war wirklich sehr wichtig. Ja, das hat Johannes mir bereits gesagt. Und den Kaffee, den koche ich. Aber komm nicht in Frage. Keine Widerrede. Du arbeitest den ganzen Tag, ich liege auf der faulen Haut. Jetzt drehen wir den Spieß um, du legst die Beine hoch und entspannst. Nein, kann so nicht weitermachen. Um Gottes Willen, Elisabeth. Was ist denn passiert?